Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Potions Permit in einer neuen Aufnahmesession in einem neuen Livestream, wo Xtreme natürlich wieder alles vergessen hat, die grundlegenden Sachen. Nein, ich gucke mal. Wir waren ja dabei, die Seilbahn zu reparieren. Und ja, diese Aufgabe, die wir da haben, ein guter Nachfolger, ist ja quasi schon ab der nächsten Region ein guter Nachfolger. Ein bisschen weiter noch in der Zukunft. Aber wir brauchen jetzt definitiv Ressourcen. Wir können uns ja mal von unten nach oben vorarbeiten im Laufe des Tages mit Badeanstalt und Co. Und gucken dann einfach mal, was wir dann zusammen haben und was wir noch alles brauchen. So oder so müssen wir hier wieder im Wald Sachen zerkloppen. Das fand ich ja in der letzten Aufnahme ein bisschen eintönig jetzt am Ende. War gut, dass ich jetzt eine Pause gemacht habe. Dass ich jetzt wieder volles Elan habe. Ich hoffe, ihr auf YouTube habt weiterhin Elan und habt Bock drauf. Ich habe gesehen, die Aufrufzahlen sind wieder stark zurückgegangen. Schade eigentlich, weil das Spiel ist sehr schön. Aber ja, das Bauen hier, also hier das Abbauen von Ressourcen auf Dauer, ist halt doch ein bisschen monoton. Schade, dass die Entwickler das so in die Länge gezogen haben. Oder man hätte ja mehr rauskriegen können, ne, aus den Sachen. Das wäre ja schon irgendwie, das würde das nicht so in die Länge ziehen. Das ist ja doch ein bisschen künstlich in die Länge ziehen, muss man ja sagen. Wenn man hier andauernd alle Ressourcen fahren muss und Co. Ich sag mal so, 1000 Holz, 1000 Stein will ich schon haben. Wenn ich die auf Reserve habe, kriege ich A, eine Errungenschaft. Die würde ich ja gerne haben. Und ich ja, will ja auch noch einige Dinge aufwerten. Was ist jetzt? Okay. Mein Handy-Ladekabel ist mit dem PC verbunden und meinem Handy natürlich. Das hat gerade Alarm geschlagen, beziehungsweise war nicht richtig drin. Nicht wie zuletzt mit dem Controller, das war diesmal das Handy-Ladekabel. So. Ärschchen Power. Kloppen wir mal weg. Ja, wie gesagt, jetzt sammeln wir uns mal hier durch den Wald. Und dann bis hoch zur Seilbahn und dann gucken wir mal, was da noch benötigt wird insgesamt. Auf jeden Fall eine Menge Geld. Ich glaube, das waren 3000 Ocken, die der haben wollte. Für die Seilbahn, dass wir die reparieren, dass wir uns das Zahnrad da besorgen. Und so weiter und so fort. Jetzt dürfen wir noch dafür blechen. Naja, die dankbaren Mondburgbewohner sind halt, ja, sehr dankbar. Aber egal, das kriegen wir schon hin. Ich habe heute mein Mikro ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das ist okay so. Dass man mich da noch besser hört. Als ohnehin schon. Oh, ich wollte ja eigentlich was gut gestalten, haben wir ihn auch. Aber er kriegt natürlich sein Lieblingsfleisch. Braves Mo. Ja, hier. So. Wunderbar. Ups, nein, nein, nein. Jetzt hast du genug. Ja, sorry. Du hast aber jetzt genug zu essen. Das reicht. Mal auch gucken, wo wir so bleiben hier. Ja, das ist teurer hier. Und wir haben im Gegensatz zur Mondburg die Mondpreise. Aber wir schaffen uns Ressourcen an. Alles wird gut. Zumindest in-game. So. Zack, zack, weg, weg. Schaffe ich die alle drei noch? Ich glaube nicht, ne? Nee, die Ausdauer ist ja jetzt schon futsch. Blume kriege ich jetzt nicht mehr, ne? Nein, aber wir können den leckeren, ultimativen Ingwer naschen. Zweimal, zack, zack, und dann dürfte das ja wohl reichen. Ach, gut. Gut, dann haben wir auch das erledigt. Ich muss das nächste Mal dann von hier weiter und nach oben. Aber wir gehen jetzt mal zum Badehaus. Wir kümmern uns jetzt erstmal wirklich nur intensiv um die Ressourcen. Wenn wir jemanden natürlich noch sehen in der Stadt, auch schön wie hier. Derek, hallo, grüß dich, pa, bla bla. Gucken, dass wir ein bisschen da vorankommen. Ah, da war ja noch was, ne? Das wollte ich mir eigentlich merken. Dienstag bis Sonntag, 18 Uhr bis 23 Uhr. Kostenlose Drinks, Rezepte, also im Gasthaus. Das ist okay, da haben wir noch mehr als genug Zeit. 18 bis 23 Uhr und wir hätten jetzt sogar noch bis Ende der Woche Zeit, also alles easy.
Das sieht gut aus. Wollte ich schon fast zu weit. So, hallo. Bla bla. Wie gesagt, die erzählen ja nie was Neues, außer man hat eine Freundschaftsstufe mit denen erhöht, dann erzählen die was Neues. Wie jetzt die Olive, die hat was Neues erzählt. Ich habe ja einmal erlebt, da war sie ja, ja betrunken und weiß ja nicht, wie dieses mit dem Badehaus hier noch weiter. Die hatte überlegt, das zu schließen und so weiter und so fort. Immer ihre Story wird darauf noch weiter hinauslaufen, dass dem so ist. Oh, das war schön. So, Ausdauer ist wieder da, außer so ein kleiner Pinöpel. Wieso ist dieser kleine Pinöpel weg? Was ist da los? Warum hat das nicht ganz auf... Naja. Hauptsache, die Ausdauer ist fast wieder voll. Nein, falsche Taste. Dann hier haben wir nochmal Mais. Und hier haben wir nochmal ein kleines Kirschchen. Nehmen wir alles mit. Zack, hier nochmal Steine mitgenommen. Ja. Mich hat jetzt direkt in der ersten Folge der Aufnahmesession direkt ein bisschen hier ins Sammeln reinstürzt, aus dem einfachen Grund, dann haben wir da schon mal einen großen Teil schon mal direkt gesammelt. Und gut ist, dass das gegen Ende hin wirklich nicht noch eintöniger wird. So, der auch weg. Maisi Maismann, nehmen wir nochmal mit. Und da oben ein paar Blümchen. Guten alten Blümchen, die sammeln wir ein. Aber erstmal schnetzen wir hier die ganzen Insekten weg. Alles kaputt machen hier. Ich hasse die Natur. Die ist ja wirklich invasiv, weil die wächst ja innerhalb eines Tages wieder hier komplett nach. Kein Wunder, dass die Alchemie-Genies hier unterwegs waren, um die Insel zu ja, manipulieren. Aber erkunden war es ja nicht wirklich, die haben ja sogar Experimente gemacht, indem sie die Natur ja wirklich ja, beschädigt haben bzw. verändert haben. Wir konnten ja die Sache zum Teil ja auch schon wieder fixen. So. Jetzt haben wir schon guten Progress gemacht hier im Wald. Also jetzt auch in Ressourcen. Wir haben jetzt fast 800 Holz. Wenn ich das nächste Mal dann durch den Wald gehe, jetzt die nächsten Tage, werde ich dann natürlich nicht alle Viecher wieder kaputt machen, sondern nur dann die Ressourcen sammeln. Dass wir da... Jetzt machen wir halt gerade mal eine große Tour. Heute einmal bis zur Seilbahn hin und dann halt bis dahin alles wegschnetzeln. Aber vielleicht müssen wir gleich nochmal einen Apfelsaft trinken. Oder so. Stimmt, wir haben jetzt auch die Küche. Wir haben ja jetzt auch gekocht, ne? Das letzte, meine letzten Aufnahme. Ich muss mal gucken mit dem Gericht. Das dürfte jetzt eigentlich nicer sein. Ich hoffe. Bei Ingwer so zu... Fressen ist halt irgendwie, ja, da kannst du halt zwei Schläge mehr machen, aber hilft dir ja auch nicht wirklich. Nicht bei der Masse, die der Wald mittlerweile hergibt. Denn gleich ist die Ausdauer wieder weg, da müssen wir mal gucken. 18 bis 23 Uhr, dann würde ich sagen bis 21 Uhr 30 sind wir dann im Wald und dann gehen wir mal zu zum Gasthaus. Apfelsaft. Hatte ich nicht gekocht? Milchshake konnte ich da machen, ne? Naja. Naja, gut ist anders, ne? Aber das ist halt auch nicht so gewollt, denke ich mal, von den Entwicklern, dass man hier andauernd seine Ausdauer so krass auffüllt, sondern dass man dann halt auch mehr das Badehaus nutzt, die Tage voranschreiten lässt und so weiter und so fort. Oder wir kriegen nachher halt die richtig krassen Rezepte, wo wir hier alles wegkochen und die Ausdauer
richtig erhöhen. Oh, die Ausbeute ist aber trotzdem. Wir haben jetzt fast den ganzen Wald weggeschrotet hier. Und wir sind ja noch nicht mal annähernd bei 1000 Holz oder Stein. Es ist halt wirklich mühselig. Muss man halt sagen, das ist auf Dauer halt echt mühselig. Mais, was denn, wenn man das isst? Okay. Wahrscheinlich genauso wie Ingwer roh ist das halt so, ja, nicht so geil, eher im Rezept gut. Na gut, wir gucken mal. Seilbein, ich wollte jetzt mal gucken, was das ungefähr für Kosten sind. Ich weiß, irgendwas mit 3000 Gold. Da müssen wir noch ein paar Nebenjobs machen und Sachen verkaufen und so weiter und so fort. Ja, es fehlt eigentlich nur noch das Gold. Aber trotzdem würde ich gerne Holz und Stein auf 1000 bringen für die Errungenschaft und dass wir ein bisschen auf Reserve haben. Wir brauchen dann nachher wieder Holz und Stein, also... Es läppert sich, es ist halt immer wieder dieses Gegrinde, ist halt ein bisschen doof, ja. Hatte ich das letzte Mal nicht Pilzsuppe gemacht? Ich meine auch, ne? Wir haben gerade im Chat die Frage. Hatte ich nicht? Ich hatte doch Pilzsuppe gemacht. Müssen wir zu Hause gleich noch mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal zum Gasthaus für das Event. Und dann müssen wir mal gucken. Ich bin gerade selber etwas verwirrt, was da jetzt Sache ist. Hä? Ach, das ist Rathaus, ich Depp. Gasthaus ist ja hier. Hallo, Osman. Mhm. Achso, bei ihm haben wir noch nicht den nächsten Step. Aber ja, jedes Event, jeder Bewohner... Jetzt haben wir das nächste Event bei dem guten alten Jorn. Möchtest du etwas essen oder trinken? Setz dich, ich bring dir deine Bestellung zum Tisch. Ach, laut der Tafel war das in der Osman-Quest, okay. Hey, Extreme! Komm hier rüber, setz dich zu mir. Ja, Osmans Geschichte, ich weiß. Wie war dein Tag? Hast du dich schon gut in der Stadt eingelebt? Wenn du erschöpft oder gestresst bist, dann komm einfach hierher. Hier geht es vielen so. Hä, ihr macht doch gar nichts in der Stadt. Auch mir, ich komme gerne hier, um abzuschalten. Ich habe immer viel zu tun und trage die Verantwortung für die anderen Polizisten. Hier kann ich meine Sorgen und Pflichten für einen Moment vergessen. Natürlich verschwinden die Probleme damit nicht. Wir verdrängen sie nur. Besaufen uns. Osman, dein Team braucht dich. Eine Warenlieferung wird gerade von Wildtieren aufgehalten. Kann man nichts machen. Tut mir leid, dass ich unser Gespräch so abrupt beenden muss. Ich sollte nun schnell bezahlen. Ach, mach nichts, ich zahle für dich. Du lässt mich heute ein? Das ist sehr nett von dir. Nächstes Mal geht auf mich, klar? Jupp, jupp. Komm, wir müssen gehen. Mach da. Hier ist deine Bestellung. Mitternachtsimbisse. Nice, nice, nice. Jorn, kann ich mit dir reden? Mit Osman sind wir eine Stufe gestiegen. Sehr, sehr schön. Bei ihm müssen wir noch gut aufarbeiten. Na komm, kriegt er mal hier ein paar Nelken von uns. Dass er mal einen guten Fortschritt hat. Wir hängen bei ihm wirklich noch hinterher. Mach da. Sind die Blumen nicht einfach wunderschön? Hast du schon einmal Blumen gezüchtet? Nee. Mit Olive in Olive Town habe ich schon gesprochen. Gut. Dann, ach, du hast einen Notfall. Du hast mich nur verarscht. Du hast keinen Bock auf mich. Du stehst doch da wieder. Alles Lug und Betrug hier in der Stadt. Die hassen einen einfach alle.
Es ist 21 Uhr. Wir gucken mal, was mit dem Kochen da schiefgelaufen ist. Kochen. Milchshake? Ja, hatte ich ja gemacht. Da brauchen wir nochmal Milch für. Pilz? Ja, gut, jetzt habe ich keine mehr. Ich könnte auch schwören, dass ich das letzte Mal eine Pilzsuppe gemacht habe. Gut, wir gucken mal am nächsten Tag. Wir müssen ja eh noch weitere Ressourcen rankarren, aber vor allem Gold. Das ist das Credo. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Wir gucken mal nach. Was ist da los? Wer ist verletzt? Was kann ich tun? Mo, erstmal ganz wichtig, du wirst gestreichelt. Aber Hund. Kannst du auch nachts ruhig ins Haus kommen? Du musst doch nicht draußen sein. Wer bist du? Victor, der komische Freak. Den werde ich auch nicht behandeln. Ich habe ein seltsames Gefühl. Linker Knöchel. Der Mörder der Stadt ist das. Wir können es analysieren, aber... Nein, jetzt habe ich ihn geheilt. Nein. Verdammt. Warnung abgeschlossen. Ah, ich dachte, ich muss das analysieren, aber... Ah. Ja, ich glaube, dass du mich aus dem Reich der Nichtlebenden zurückgeholt hast. Danke, Alchemie-Genie. Ja, egal, es gibt Geld, aber... Gut, er war jetzt nicht unfreundlich zu uns, aber der ist ein gestörter Freak. Sagen wir es so. Ist er wirklich? Redet mit Toten und Geistern und sammelt Knochen und sammelt Insekten und überhaupt Krebknochen und Sachen. Naja, ist ein bisschen sehr strange. So, wir gehen mal bei der Polizei arbeiten. Tür ist verschlossen. 8 Uhr öffnet ihr es. Was haben wir denn hier? Hallo Extreme. Ich habe versucht, dir eine Einladung zu schicken, aber du bist so selten zu Hause. Wenn du dies liest, dann besuche mich bitte bei mir zu Hause. Marielle. Montag bis Samstag. 15 bis 20 Uhr. Und, liebe Einwohner von Mundburg, Ottmanns Café startet, Ottmars Café startet ein Sonderangebot. Kommen Sie ins Strandcafé und probieren Ottmars neues Rezept. Montag bis Sonntag. Also haben wir jetzt hier 15 Uhr Marielle und dann ab 16 Uhr der Dingens, der Ottmar. Ja, haben wir ein bisschen was zu tun. Jetzt gehen wir aber eben Pilze sammeln. Mich interessiert das jetzt hier wirklich mit den Pilzen. Pilze und Steine sammeln wir und Holz natürlich. Aber ich mache jetzt mal keine Viecher kaputt. Bisschen Zeit totschlagen, bis die Polizei auf hat. Nein, richtig. Wie sieht es eigentlich aus von dem roten? Haben wir doch 13 Stück, das reicht mir auch erstmal. Werde jetzt hier einfach nur mal grob durchfächern. Gut ist. Wie gesagt, 1000 Holz, 1000 Stein wäre schon echt nice. So, ich muss hier mal durch, bitte mach mal Platz. Jetzt hätten wir schon 8 Uhr, aber ich will noch mal gucken. Hier waren noch mehr Pilze. Pilzi, Pilzi, Pilzmatz, die sind oben und unten ist auch noch eine. Schnell, schnell. Haben wir jetzt nicht alles ein, wie gesagt, ne? Nicht wundern. Ich will nur für die nächste Nacht, damit wir Pilze machen können. Da wir in Stein so gerade ein kleines Defizit haben, im Vergleich zu Holz, sammle ich das jetzt mal schneller ein. Da lang. Ich will natürlich heute jetzt alles schaffen. Das Arbeiten, die Dates mit den zwei Personen sogar diesmal an einem Tag. Und ja, Geld verdienen halt. Ja, ich habe keine Zeit für dich. Tut mir leid, ich muss arbeiten gehen. So. Auf zu dem Polizeirevier. Da machen wir unsere Schicht. Bisschen Kohle verdienen. Das gleiche können wir bei der Kirche auch noch machen oder beim Postamt. Gucken wir mal. Machen wir erstmal hier. Ja, gut, gut. Bing, bing. Hallo? Ah, nein. Da war ich schon zu schnell.
Gut, das hätten wir. 125 Ocken. Das gleiche machen wir dann jetzt auch nochmal. Und hier kriegst du nochmal ein paar Nelken, Freundschaft in die Höhe treiben. Da wird so ein paar übrig, dann können wir da auch mal großzügiger sein. Komm, Osman, du bist jetzt auch mit uns. Er trainiert dir und macht den Kopf frei und hält gesund. Und du kriegst so ein paar Nelken von mir. Wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, doch. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Freundschaft bei der Polizei uns ein bisschen eingeschleimt. Einmal ein Strafzettel für zu stilles Rennen oder so ausgestellt wird. Jetzt gehen wir mal zum Postamt und arbeiten dort mal noch eben. Ach ja, das war hier. Gut, gut, falten wir ein paar Kisten zusammen. Dip, 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 dip. Eigentlich habe ich richtig, dass der Controller zu leicht irgendwie schräg runden oder so gemacht. Naja. Hä? Schon wieder? Zu leicht in einer Position nach unten rechts oder nach unten oben rechts oder so. Keine Ahnung. So, der Hund hat Hunger. Wir können ja schon mal Mariels Haus suchen. Oder wir können den Hund füttern und dann soll er uns Marielle zeigen. Mit Martha reden wir vielleicht auch noch, aber hat jetzt heute nicht so die Priorität. Mal gucken. NPCs. Marielle. Blind? Da. Ja, ich komme ja schon, Hundi. Immer langsam. Danach haben wir einen strengen Terminplan. Da müssen wir nach Ottmar. Hallo, Xtreme. Nur zu, komm rein. Bist du hier, um nachzusehen, wie es mir geht? Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen, Xtreme. Aber ich fühle mich im Augenblick ausgezeichnet. Es gibt allerdings etwas anderes, bei dem du mir helfen könntest. Würdest du einen der Kekse probieren, die ich gerade gebacken habe? Sind die alle mit den Keksen in der Stadt hier? Alle. Oh, die sind aber in Ordnung hier. Nicht so vergiftet wie von Martha. Freut mich, dass sie dir schmecken, aber tatsächlich fehlt eine Zutat. Hast du schon mal vom roten Zucker gehört? Ich habe mir sagen lassen, dass der im Vergleich zu normalen Zucker einen ganz erlesenen Geschmack hat. Nicht, dass ich wüsste. Ah. Süßkristalle? Weißt du, wie man die macht? Mhm. Ich würde lieben gern einen verwenden, wenn ich das nächste Mal backe. Wärst du so lieb, welche zu machen? Rezept freigeschaltet. Ja, gucken wir dann mal. Können wir dann auch bald mal machen. Aber das machen wir frühestens erst in der nächsten Folge für euch dann übermorgen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Guckt doch gerne beim Stream vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Jeden Sonntag um 15 Uhr. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.